Messerstecherei am Sonntagmorgen in Berlin-Mitte. Schwer bewaffnete Polizisten werden zu dem Einsatz in einem Hostel in der Köpenicker Straße gerufen. Das A&O-Hostel hat trotz Corona geöffnet. Mit Maschinenpistolen im Anschlag stürmen die Berliner Beamten die Unterkunft. Sie finden einen Mann und eine Frau, die beide verletzt sind, teils schwer. Der 24-Jährige hat Stichwunden im Oberkörperbereich. Die beiden Verletzten werden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.